Und wieder einmal recht herzlich willkommen zurück zu Pokémon Heart Gold in Teak City bin ich nämlich wieder. Denn zuletzt habe ich den Test in der Drachenhöhle beim Drachenschrein bestanden. Ich wurde vom ehrwürdigen Meister als würdig erachtet und dann habe ich von Sandra doch noch meinen Drachenorden bekommen. Und jetzt seht euch das nochmal an. Endlich alle 8 Orden der Jodo-Region. Und somit eigentlich jetzt sogar hier links, das war doch glaube ich auch noch nicht da, das ist mehr oder weniger jetzt noch ein Abzeichen, das halt nochmal verdeutlicht, dass ich wirklich alle 8 Orden besitze. Und das heißt, ich bin jetzt dazu berechtigt, die Pokémon-Liga herauszufordern. Aber erstmal habe ich von Professor Lind einen Meisterball geschenkt bekommen, richtig geil, er fängt ja jedes Pokémon im ersten Versuch, den werde ich mir aber noch ganz gut aufheben. Und dann hat er außerdem noch gesagt, dass die Kimono Girls mich suchen, die erwarten mich jetzt hier im Tanztheater von Teak City. Wir sind bestimmt schon alle sehr gespannt, was die von uns wollen, also lassen wir die jungen hübschen Damen mal nicht länger warten. Rums. Warum? Warum kann ich nur nicht gewinnen? Dabei war mein Gegner doch nur sein mickriges Kimono-Girl. Hast du mir zugesehen, Alex? Ja, ich habe verloren. Und ich dachte noch, es würde ein Kinderspiel, alle 5 Kimono-Girls der Reihe nach Platz zu machen. Aber sie waren mir haushoch überlegen. Du bist bestimmt auch hier, um die Kimono-Girls herauszufordern, oder? Ruh dich aber nicht auf den Lorbeeren deines Sieges über Team Rocket aus. Diese Kimono-Girls sind nämlich echt unglaublich stark. Aber geh nur, versuch's ruhig. Mich kriegt da niemand mehr rein. Ich habe keine Lust, dir dabei zuzusehen, wie du gewinnst. Tja. Silber hat also gegen die Kimono-Girls verloren. Dabei ist der selber auch nicht gerade ein schwacher Trainer. Das zeigt natürlich, dass wir uns jetzt auf was gefasst machen müssen. Ich sag's mal so, wir müssen tatsächlich alle 5 Kimono-Girls, die es gibt, nacheinander besiegen, ohne Pause zwischen den Kämpfen. Das kann, wenn man unterlevelte Pokémon hat, also wenn die noch nicht stark genug sind, kann es schon durchaus schwierig werden. Aber ich denke, ich bin dafür bestens gerüstet. Also gehen wir da einfach mal rein. Guten Tag, ich darf mich vorstellen, ich bin Tamao, eines der Kimono Girls. Wir hatten bereits in Viola City das Vergnügen, nicht wahr? Nur jemand, der über ein aufrichtiges Herz und ein Händchen mit Umgang mit Pokémon verfügt, kann Ho-Oh rufen. Die richtige Person lässt sich daran erkennen, dass sie das Rätselei bei sich trägt, wenn sie hier auftaucht. Ich habe Mr. Pokémon bereits im Vorfeld aufgetragen, es dem Richtigen zu geben. Und genau dieses Ei ist euch über Professor Lind in die Hände gefallen. Ein reines Herz allein führt euch in einen Pokémon-Kampf, aber noch längst nicht zum Sieg. Ihr müsst auch genau wissen, wie ihr euer Pokémon-Team anzupacken habt. Und nun, lasst mich bitte überprüfen, ob ihr diese Fähigkeit tatsächlich besitzt. Seid ihr bereit? Ja, klar doch. Dann zeigt uns doch mal, wie stark die Freundschaft ist, die euch und euer Pokémon-Team verbindet. Eine Herausforderung von Kimono Girl Tamao und sie hat ein Nachtara. Und man kann sich natürlich denken, welche Pokémon dann die anderen Kimono Girls haben. Die besitzen nämlich die anderen Evoli-Entwicklungen. Also Psyana, Aquana, Blitze und Flamare besitzen die anderen 4. So, Nachtara, da werde ich natürlich jetzt mal austauschen auf mein mächtiges Machomai. Auch wenn das zwar viel Level schwächer ist, aber das wird trotzdem ordentlich reinhauen. So, Machomai, du bist dran. Konfu-Strahl. Richtig fiese Sache, gleich mal verwirrt werden. Aber egal, ich riskiere es trotzdem, ich werde die Vergeltung probieren. So, Nachtara setzt Finsteraura ein, das ist natürlich äußerst schwach gegen Kampf. So, nicht sehr effektiv, es schreckt zurück? Nein! Spukball ist genauso schwach. So, Machomai ist verwirrt. Und es hat sich verwirrend selber in die Fresse gehauen. Du Vollidiot, greif gefälligst an! Zuflucht! So, immer noch verwirrt. Ach Mann, ey, das gibt's doch wohl nicht. Du bist doch zu dumm zum Kacken. Was ist hier los? Das geht nicht. Hypertrank. Was ist los mit dir, Machomai? Du sollst doch einfach nur ordentlich mal eine reinhauen. Das kann doch wohl nicht wahr sein. So. Das fängt ja schon mal gut an. Das ist gerade mal das erste Kimono Girl und dann sowas. Warum muss es auch gleich mein Machomai verwirren? Das ist gemein.
Du willst gleich eine Zuflucht brauchen hier, ja, Vergeltung. Die Stärke von Vergeltung verdoppelt sich ja, wenn wir vorher angegriffen werden. So, warte schon mal, ist immer noch verwirrt? Das gibt's doch jetzt nicht. Oh Mann, ey! Mann, jetzt greif doch mal an, du Trottel! Hau ihm eine runter, verdammt nochmal! Ah, jetzt ist es nicht mehr verwirrt. Na endlich, Vergeltung, jetzt reicht's aber hier, bam! Das kann ja wohl nicht wahr sein. So, das hat gesessen. Das kommt davon. Voll fies. Oh, na also, ich hab sie besiegt. Ihr habt einen Pokémon geschlagen. Ja, wortwörtlich, voll ins Gesicht. Eure Stärke ist wirklich beeindruckend. Ihr habt mich im Steinerchenwald sicher an mein Ziel geführt. Ich bin Umeko, das Kimono Girl, das sich einfach überall verläuft. Ich hatte das Vergnügen, mit eigenen Augen zu beobachten, wie ihr im Fleckmon-Brunnen Team Rocket vertrieben und dem armen Kurt in seiner Not beigestanden habt. Und nun lasst uns kämpfen. Eine Herausforderung von Kimono Girl Umeko und sie hat ein Psyana. Okay. Dann Flammenwurf. Ist zwar jetzt nicht sehr effektiv, aber das wird trotzdem ordentlich wehtun. Wer hätte gedacht, dass die erste mich schon so mit ihrem Nachtara trollt? Wie dieser scheiß Konfuschler. Oh, Psychokinese, jetzt habe ich aber Angst. Nicht wirklich. So, noch ein Flammenwurf und dann war es das schon für Psyana. Der Kampf ist schon mal um einiges einfacher. Aber wir sind ja noch nicht durch. Ja, ihr seid wirklich äußerst stark. Weil die geben richtig viel Geld dank des Münzamulets, voll geil. Ihr habt Team Rocket vertrieben, das war sehr gute Arbeit. Aber ihr seid euch hoffentlich bewusst, welch ein vortrefflicher Gegner ich bin. Ihr solltet niemals die Waffen meiner Frau unterschätzen. Ich bin Satsuki von den Kimono Girls. Und nun lasst uns kämpfen. Eine Rüstung von Kimono Girl Satsuki. Und sie hat ein Flammada dabei. Da ist Tanupta natürlich jetzt nicht so super optimal. Also tausche ich mal aus auf Lapras. Was willst du tun? Feuersturm. Das wird dir nicht viel helfen. Nicht gegen ein Wasser-Pokémon. So, es wirkt nämlich nur normal. Und oh, fies. Lapras brennt. Das ist jetzt auch wieder gemein. Aber egal, ein Surfer, glaube ich, dürfte Flamara schon besiegen. So, noch ein Feuersturm. Alter, geht's noch? Darf ich auch mal angreifen? Vor allem Feuersturm ist ja so verdammt stark. Das war knapp. So, Surfer. Ihr werdet mich nicht besiegen. Jawohl, na bitte. Surfer hat's umgehauen. Oh, ihr wisst wirklich, was sie tut. Ihr habt euch gut geschlagen. Damals auf dem Eis wart ihr so nett, mich mit einem Schubser zu retten. Ich war verloren, wie festgefroren. Ich bin Sakura von den Kimono Girls. Auch außerhalb der Drachenhöhle konnte man deutlich vernehmen, wie gekonnt ihr auf die Fragen des Meisters geantwortet habt. Und nun lassen wir unsere Pokémon gegeneinander kämpfen. Eine Rüstung von Kimono Girl Sakura und sie hat ein Blitzer. Okidoki. So, Tanupto, das wirst du hoffentlich alleine schaffen mit einem gekonnten Flammenwurf. Da würde es nicht viel dagegen machen können. Und dann kann man sich natürlich denken, welches Pokémon das letzte Kimono Girl hat. So, und... jawohl, Volltreffer! Geil! Na, endlich, das habe ich mir auch mal verdient. Wie betrüblich, fast hätte ich obsiegt. Ja, aber nur fast. Ich bin die letzte von uns Fünfen. Als wir uns in der Passage von Dokatsu City trafen, wirktet ihr äußerst zuverlässig auf mich. Ich bin das Kimono Girl Komomo. Auch unter der Erde hält mich nichts zum Tanzen ab. Wie durch ein Wunder konnte die Team Rockets üble Pläne mit dem Raditum durchkreuzen. Das war wahrlich beeindruckend. Und nun möchte ich eure Stärke noch einmal selbst im Kampf erleben. Ja.
Eine Rosson von Kimono Girl Komomo. Und sie hat natürlich ein Aquana, wie sollte es auch anders sein. Sie ist jetzt die letzte der Kimono Girls. So, austauschen auf Ampharos. Das hat hier die besten Chancen zu gewinnen. So, Surfer. Das könnte trotzdem viel abziehen. Aber nur fast. So, ich glaube, ein Ladungsstoß sollte hier auch wieder genügen. Ja, es darf natürlich zuerst angreifen, Gemeinheit. Aber das werden wir überleben. Haha, so, und jetzt Ladungsstoß. Gib ihm den Rest. Jawohl, Volltreffer. Ich habe gewonnen. Und keins meiner Pokémon wurde wirklich komplett besiegt. Einfach nur geil. So, das war's. Oh, das war sehr gut. Wir haben uns in euch nicht getäuscht. Ihr seid wahrlich würdig, dies zu besitzen. Bitte empfangt unsere Gabe. Alex erhält Klarglocke. Hört mir alle zu! Der Schatten eines riesigen Pokémon ist über dem Glockenturm erschienen. Könnte dies etwa... Nun denn, Alex, wir eilen schon einmal vor euch zum Glockenturm. So, ich hab's tatsächlich geschafft. Ich hab alle 5 Kimono Girls der Reihe nach besiegt, etwas, was Silber nicht geschafft hat. Und was sagst du dazu, Tonopto? War doch geil, oder? Tonopto gibt eine vollendete Tanzanlage zum Besten. Voll geil. Okay, ja, ich muss zugeben, die hatten schon was auf dem Kasten. Zumindest das Nachtara, das war als erstes Pokémon gleich mal ziemlich fies und gemeint. Mit Kung Fu, also erstmal ab ins Pokémon Center, bevor ich irgendwas anderes mache. Aber jetzt kommt was viel epischeres als der Kampf gegen die Kimono Girls. So, komm, beeil dich mal hier mit dem Pokémon Heil, ich habe nicht ewig Zeit, komm schon. Los, 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 wir müssen los. So, jetzt haben wir auf jeden Fall alles dabei, was wir brauchen, um Ho-Oh zu treffen, das legendäre Cover-Pokémon von Heart Gold. So, wo ist es denn? Hier hinten, Basis-Items. So, wir haben hier einmal die Buntschwinge, eine mystische Feder, die von einem regenbogenfarbenen Leuchten erfüllt ist, die haben wir vom Intendanten des Radioturms geschenkt bekommen und direkt hier daneben ist die Klarglocke. Eine altehrwürdige Glocke, deren Läuten alle besänftigt, die sie hören. Und diese beiden Items brauchen wir beide, um Ho-Oh treffen zu können. Und das heißt, in diesem Part werde ich mein allererstes legendäres Pokémon fangen, weil bis jetzt kam es leider nie dazu, dass ich entweder Raikou oder Entei fangen konnte. Die sind mir leider dabei immer durch die Lappen gegangen, die sind mir immer entwischt, weil die einfach, ja... Weil die einfach feige sind, weil die sich immer gleich verpissen müssen. Die haben keinen Bock zu kämpfen, aber die werde ich mir später noch schnappen. Jetzt kommt erstmal Ho-Oh dran. Und das wird bestimmt auch nicht einfach sein. Und keine Sorge, ich habe mir natürlich noch ordentlich Hyperbälle gekauft. Ich habe jetzt, glaube ich, 30 Hyperbälle und noch ein paar andere Bälle dabei. Also irgendwann wird es hoffentlich schon in einem dieser Bälle drin bleiben. Aber es wird auf jeden Fall ein harter und langer Kampf werden, je nachdem, wie viel Glück oder Pech ich habe. So, hier geht es lang. Hier geht es, ja, Kontrollposten vor dem Glockenturm, kein Zutritt für Unbefugte, aber mittlerweile sind wir ja befugt. Der Glockenturm wurde als Zuflucht und Ruhestätte für Ho-Oh, das fliegende Pokémon aus der Legende, errichtet. Schon viele Menschen haben versucht, diesen Turm zu erklimmen und Ho-Oh wieder herbeizurufen, aber keiner von ihnen war je erfolgreich. Jens, der Arenaleiter dieser Stadt, ist eine dieser unglücklichen Seelen. Oh, aber das ist ja der Orden aus der Arena von Teak City! Nur weil du dir den Orden erkämpft hast, heißt das noch nicht gleich, dass es dir auch gelingen wird, Ho-Oh zu rufen. Aber es ist zumindest Grund genug, um dich hier durchzulassen. Bitte, du darfst gehen. Also, damit uns der Typ durchlässt, brauchen wir auch noch den Orden von Teak City, aber den haben wir ja schon längst. Alles kein Problem. Glockenklangpfad. So, und hier ist der Turm. Glockenturm.
Ja, und wie gesagt, in Gold, Silber und Kristall hieß der Turm noch Zinnturm. Ich habe, wie gesagt, keine Ahnung, warum der jetzt in Glockenturm umbenannt wurde hier für die beiden Remakes. Hard Gold, Soul Silver, aber Glockenturm klingt ja auch nicht schlecht. Vor allem, das konnte man auch im Anime damals gut sehen, dass hier wirklich Glocken in den Ecken der jeweiligen Stockwerke hängen. So, und hier gibt es übrigens auch wilde Pokémon und deswegen... ja, warte mal, jetzt habe ich mich gerade verklickt. Ich brauche natürlich einen Topschutz, um meine Ruhe zu haben. Ich muss erstmal ganz nach oben kommen, das war auch gar nicht so einfach. Aber das ist doch... Du hast sie also gefunden. Bitte, du darfst weitergehen. So, also damit uns der Typ hier durchlässt, brauchen wir die Buntschwinge, die haben wir. Also ab nach oben. Boah, ich weiß gar nicht, wie viele Stockwerke der Glockenturm hatte. Ziemlich viele, der ist wirklich sehr, sehr hoch. Und Ho-Oh treffen wir natürlich logischerweise ganz oben auf der Turmspitze. So, aber jetzt werdet ihr gleich sehen, dass es gar nicht so einfach ist, wegen diesem komischen Etwas hier, also wegen diesen Hindernissen. Wir müssen hier nämlich drüber springen, um weiterzukommen. So, hier hops. Und hier haben wir gleich mal einen Hyperheiler gefunden. Und natürlich, ihr seht schon, das geht nur immer in eine Richtung. Und das wird später weiter oben noch viel, viel schlimmer und schwieriger. Kann ich jetzt schon mal sagen. Boah, das habe ich schon echt sauschwer in Erinnerung, dass man hier überhaupt durchkommt. Weil das ist später weiter oben ziemlich verworren. So, warum komme ich hier nicht durch? Also hier. Hä? Moment mal. Was ist hier? Komme ich hier nicht durch? Was zum Teufel? Doch, ich muss hier irgendwie durch. Aber ich hänge hier gerade fest. Ich sehe gerade nichts. Was soll denn das? Hä? Was muss ich hier machen? Hallo? Wollt ihr mich eigentlich ver... Ah, ihr wisst schon. Warte mal, kann ich... Ach hier, Mensch, ich habe das jetzt voll nicht gesehen, weil gerade dieser blöde Balken in der Mitte das verdeckt hat. Oh, Schutz wirkt nicht mehr. Mann, ey, ich will aber hier meine Ruhe haben, ich will keine wilden Pokémon begegnen. Warum müssen überhaupt wilde Pokémon sein? Unnötig. Der Turm ist einzig und allein dazu da, um Ho-Oh zu treffen. So, rauf. Oh, so, jetzt wird's erstmal richtig kacke. Wir haben jetzt hier die Möglichkeit, entweder hier nach links oder nach unten. Ich werde mal nach links gehen, hopp und hepp und so und so und... Aha, na super, das war schon mal nicht so gut wegen dem Item hier, aber wartet mal. Hier ist ja auch eins, aber das kriege ich auch wieder nicht so. Ah, wartet mal, hier ging es schon weiter nach oben, aber ich will diese ganzen Sachen hier haben. Darum will ich jetzt mal so und so und so und hepp und hopp. Wer denkt sich sowas überhaupt aus, ernsthaft? So, hier haben wir einen Hyperball, jetzt habe ich noch einen mehr. So, und hier unten liegt ja auch etwas. Ach so, da komme ich aber nicht... Ah doch, Moment. Heps, hopp, hupp. Schwupps, hepp. So, und hier hätten wir ein AP+. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, aber hier links drum war doch jetzt auch noch was. So, komm schon, hepp, hopp. Und hüpf, hüpf, hüpf. Und schwupps und hepp. Und wuh, yay, das macht doch Spaß. Yay, yeah. So, und was haben wir hier noch? Ein Fluchtseil. Ach, das wir dann einfach ganz schnell wieder abhauen können. Naja, aber noch sind wir nicht um. Ich gehe jetzt erstmal hier nach oben. Ich weiß gar nicht mal, welche Leiter hier die richtige war. So, okay, hier... Hier sind wir schon mal falsch. Pff. Okay, gut, dann müssen wir wieder runter. Das hätte ich mir denken können, dass wir hier nicht richtig sind. Aber die Musik ist irgendwie schön. Die klingt so... naja, wie soll ich das jetzt beschreiben? Die klingt halt einfach schön und die passt einfach zu dem Ort. Die hat irgendwas was Magisches, Mystisches an sich. So, aber hier geht's weiter. Hep, hep. Super, und jetzt? Wartet mal. Hierhin oder hierhin? Oder hier? Boah, ey, das ist ja so blöd. Moment, erstmal, was haben wir hier? Ein Sonderbonbon! Oh, schon lange kein Sonderbonbon mehr gefunden. Werde ich mir dabei aber noch aufheben. So, hier geht's wieder runter. Okay, das ist hier die andere Leiter. Gut, also die einzig wirklich richtige Leiter, um weiter raufzukommen, ist die links oben. Und oh, schon wieder... Ich habe zum Glück noch 11-mal Topschutz. So, jetzt habe ich noch 10-mal Topschutz. Nö, weil ich habe jetzt hier keinen Bock, hier auf viele Pokémon zu treffen. Die würden mich nur aufhalten in meinem Vorankommen. Und das möchte ich nicht. Ich will noch in diesem Part Ho-Oh fangen. Also, habe ich jetzt hier keinen Bock auf viele Pokémon. So, jetzt werde ich mal gucken. Hier...
und hier und hier und hier und hier und... Nee, warte mal, jetzt bin ich hier wieder in der Mitte. Warte mal. Scheiße. Okay, das war falsch. Wartet, wartet. Ja. Mann, du sollst nach... Ich hasse den Glockenturm. Wer denkt sich denn sowas aus? Ernsthaft, warum muss man hier so blöd rüberspringen? Ja, weil es halt so ist. Ja, weil... Es ist halt so, ja, weil Baum. Hier kann ich mir jetzt auch nicht erklären, warum das so ist. So, also das heißt, ich muss hier nach... nach rechts. So, und hier und hier und... Ich muss zu dieser Leiter hier, die führt mich nach oben. So. Oh, noch eine Ebene weiter oben, aber auch das ist noch nicht alles. Und was haben wir hier? Ein Top-Trank. Alter, die Säule hier damit, die knarzt voll und aha, da ist wieder ein Item. Hier ist noch eine Leiter. Kriegen wir aber von hier aus nichts erreichen. So, Moment. Alter, das war hier so schlimm. Also, nee, halt. Ich will das Item haben. Hier wird alles mitgenommen beim ersten Besuch, wenn es geht. So, was haben wir hier? Ein Hyperheiler wieder. Okay. So, wir sind aber immer noch nicht ganz oben. So, Shoot Speak schon wieder nicht mehr. Und da kommt doch sofort ein wildes Pokémon. Da konnte ich noch nicht mal irgendwas einsetzen. Was ist hier? Was nervt mich? Ein Ratfratz! Was willst du, du blödes Rattengesicht? Hau ab! Die sind einfach richtig dreist. Aber so richtig. So. Topschütze wieder eingesetzt. Und jetzt ab nach oben. Verdammt nochmal! So. Ach, stimmt ja. Jetzt gibt's ja auch noch Warpfelder. Ich glaube aber, das sind welche, die ich nicht berühren darf, oder? Ich weiß nicht genau. Ich glaube, die muss man vermeiden. So, was haben wir hier? Noch ein Top-Beleber. Alter, was einem hier für Items in den Weg gelegt werden. So. Warte mal. Teleportation. Ah, nee, okay, die befördern mich ja doch weiter. Die befördern mich doch weiter, also nicht vermeiden, sondern benutzen, aber... Fragt sich, welche man nehmen soll und welche nicht. So, ah, was haben wir hier? Ein Carpiplus. Das kann sich nur noch um Stunden handeln, bis ich oben bin. Okay, jetzt bin ich hier, da liegen auch noch Sachen rum. So, Moment, ich gehe erstmal hier so vorbei und... Aha, was haben wir hier? Der Bodo, der kann mich mal, der braucht jetzt nicht anrufen, der wollte gerade anrufen. Top-Genesung haben wir gefunden. Gerade eben wollte mich dieser Camper Bodo anrufen, aber ich das voll unterbrochen, weil ich das Item aufgehoben habe. Hahaha, so, Teleportation. Und, ah, ich glaube, hier bin ich jetzt richtig, weil diese Leiter hier wird mich noch weiter raufbringen, die in der Mitte, bei dieser zentralen Säule, so. Und, ja, seht mal, jetzt bin ich schon fast oben. Ist hier hinten irgendwas versteckt? Nee, weil die Musik wird nämlich leiser. Wir kommen immer weiter rauf. Wir sind fast da. Ach, wir sind oben. Das ist die Spitze des Glockenturms. Dies ist der Ort, an dem wir mit Ho-Oh in Kontakt treten werden. Wenn hier gleichzeitig der Klang des Tanzes, den wir täglich proben, und der Klang der Glarglocke, die ihr erhalten habt, ertönt, wird Ho-Oh wieder vom weiten Himmelszelt zu uns herabsteigen.
Was ihr da vor euch seht, ist Ho-Oh. Seit Urzeiten erzählt man sich hier von ihm, dem Schutzpatron der Lüfte. Schon viele vor euch haben sich daran versucht, das Gleiche zu erreichen, doch alle scheiterten sie kläglich. Alex, ihr hattet endlich Erfolg damit, weil euer Herz und die Klarglocke in Einklang miteinander standen. Seht nur, Alex, Ho-Oh scheint darauf, dass ihr jemand wie ihr in Erscheinung tritt, gewartet zu haben. So Leute, und jetzt werde ich natürlich eine wichtige Sache tun, was man eigentlich immer tun sollte, bevor man versucht, ein legendäres Pokémon zu fangen, unbedingt speichern. Und das werde ich jetzt auch tun. So. Und da es natürlich richtig fies wäre, den Part jetzt zu beenden, werde ich es auch nicht tun. Ich werde jetzt in diesem Part noch versuchen, Ho-Oh zu fangen. Ich bin sehr gespannt, wie lange das jetzt dauern wird. Also macht euch bereit für einen legendären Kampf gegen das legendäre Pokémon Ho-Oh. Ein wildes Ho-Oh erscheint auf Level 45 und es übt seine Fähigkeit der Zwinge aus. So Leute, da ist es endlich, das legendäre Ho-Oh vom Typ Feuerflug, und glaubt mir, das hat einige ziemlich fiese Attacken drauf und auch sehr starke Attacken wohlgemerkt. Und ich sage es jetzt einmal so, wenn das zu lange dauert, es zu fangen, dann werde ich das aber auch zusammenschneiden, damit der Part keine Überlänge bekommt, weil der ist ja eigentlich jetzt schon ziemlich lang, aber ich werde sehen, wie viel Glück oder Pech ich hier haben werde. Als erstes werde ich aber erstmal versuchen, es zu paralysieren, weil ein dauerhaftes Statusproblem ist immer gut. So, was macht es? Oh, gleich mal ein Feuersturm, ach du Scheibenkleister, du. Ich hätte eigentlich damit gerechnet, dass es erst was anderes ausprobiert, aber... puh, das haben wir knapp überlebt. So, Donnerwelle! So, schon ist es einmal paralysiert. Und jetzt werde ich noch was anderes probieren. Ich werde mit dem Blitz versuchen, Ho-Ohs Genauigkeit zu senken, damit es mit seinen Attacken nicht trifft. Also Blitz! So, Genauigkeit von Ho-Oh sinkt. Oh, Sonnentag. Okay, jetzt versucht es, seine Feuerattacken zu verstärken. Ja, gleißendes Sonnenlicht. 5 Runden lang werden alle Feuerattacken verstärkt. Ich glaube sogar um 50%. So, noch einmal Blitz. So, wir haben ja die Flinkler, da dürfen wir so oder so zuerst angreifen. Also take this. Das wird jetzt erstmal meine vorläufige erste Strategie sein. Und ha, seht ihr, der Feuersturm geht schon mal daneben. Das ist gut. Weil der wäre jetzt noch viel stärker wegen dem Sonntag. So, und gleich nochmal Blitz. Das Gemeine an der Zwinger ist halt, dass ich jetzt für alle Attacken, die ich einsetze, 2 AP verbrauche statt nur einen. Ah, seht ihr, es ist produziert, es kann nicht angreifen. Edgy Badge. Das ist immer gut. Das ist halt das, was ich probiere, dass ich Ho-Oh eben paralysiert habe und seine Genauigkeit senke. So, Ho-Oh macht schon wieder Sonntag. Es ist fehlgeschlagen, denn es scheint noch immer die Sonne. Was ist los mit dir, Ho-Oh? Du bist eigentlich so ein wunderschönes Pokémon, wenn ich ehrlich bin. Ich bin einer von denjenigen, die Ho-Oh irgendwie cooler und hübscher finden als Lugia. Obwohl Lugia eigentlich wesentlich beliebter ist, aber trotzdem. Ah, ist wieder paralysiert, kann ich angreifen. Haha. So, Sonnenlicht lässt nach. Okay, und jetzt werde ich es natürlich mal schön schwächen. Ich glaube, die Genauigkeit kann ich nicht noch mehr senken. Also, Ladungsstoß. Das wird es aber nicht besiegen. Das wird es locker wegstecken. Auch wenn es ein Flug-Pokémon ist. Ja, aber es zieht einiges ab. So, Ho-Oh ist paralysiert, das kann ich angreifen. Ha, ha, ha. Es wäre jetzt natürlich auch nichts verkehrt, wenn es bei mir Nacht wäre, was aber leider nicht der Fall ist, weil dann könnte ich nämlich Finsterbälle einsetzen. Die sind ja bei Nacht besser. Aber leider ist bei mir noch Tag und deswegen... Wow, ho, ho, ho. Sehr effektiv, okay. So, Feuersturm geht zum Glück wieder daneben. So, jetzt mache ich aber keinen Ladungsstoß mehr, sonst würde ich es besiegen. Also Tackle. Um es noch mehr zu schwächen. Also ich schaue, dass die KP schön im roten Bereich kommen. Sondersensor, ah, geht wieder daneben. Ich sag's ja, das ist eine gute Taktik. So, Tackle. Und, ah, immer noch nicht ganz. So, Sondersensor, oh, der trifft, verdammt. Ampharos, nein. Und das, ah, es hat es überlebt. Okay, dann noch ein Tackle. Noch einmal schwächen. Ja, so, KP sind im roten Bereich und es ist paralysiert, das kann nicht angreifen, Edgy Badge. So, und damit mein Ampharos natürlich nicht besiegt wird, werde ich einfach einen Hypertrank benutzen, um es zu heilen. Und dann werde ich anfangen, wie ein verrückter Hyperbälle nach Ho-Oh zu werfen.
Weil ich traue mich jetzt ehrlich gesagt, das nicht noch einmal anzugreifen, weil sonst könnte ich es schon besiegen. So, was macht es? Läuterfeuer geht daneben, haha. Also dann. Hyperball Nummer 1. Ich habe jetzt 31 Stück, mal sehen, wie viel der es fangen wird. Und wie gesagt, wenn es zu lange dauert, werde ich jetzt zusammenschneiden, weil das wird mir sonst zu blöd. So, Hyperball Nummer 1. Oh, das wäre auch zu schön gewesen, wenn es der allererste Ball schon fängt. Ich glaube, das habe ich in meinem ganzen Leben noch nie gehabt, dass der allererste Ball irgendein legendäres Pokémon fängt. Außer natürlich, wenn es ein Meisterball wäre, aber den werde ich hier natürlich nicht benutzen. Ich bin ja nicht doof. Den hebe ich mir noch für was ganz anderes auf. So, Hyperball Nummer 2. Den Meisterball sollte man wirklich nicht für Ho-Oh verwenden, weil das ist ein Pokémon, was ja nicht flieht. Also wozu diesen tollen Ball verschwenden? Und das hat wieder nicht geklappt. So, was macht das Sondersensor? Geht wieder daneben. Obwohl, soll ich noch einen... Ich probiere noch einen Tackle, vielleicht kann es das noch schwächen, ohne es zu besiegen. Vorsicht. Ja, sehr gut. Habe ich es noch mehr geschwächt. Also je weniger KP, desto besser. Das ist die goldene Regel. So, dritter Hyperball. Komm schon, bitte, bitte bleib drin. Ich flehe dich an. Nein, natürlich nicht. Der Ball, der wackelt ja noch nicht mal. Und vor allem... Eine Sache, die auch ein bisschen doof ist, Ho-Oh ist leider nicht schwer genug, als dass ein Schwerball was bringen würde. Das wiegt nämlich genau 199 Kilo, das weiß ich auswendig, weil das so eine witzige Zahl ist, 199 und nicht 200 Kilo. Und damit ein Schwerball aber was bringt, muss das Pokémon, glaube ich, mindestens 204,5 Kilo oder so wiegen oder darüber eben. Dann erst würde ein Schwerball wirklich eine höhere Fangrate als ein normaler Pokéball haben. In dem Fall ist Ho-Oh leider nicht schwer genug, also ist ein Schwerball in dem Fall nicht wirklich empfehlenswert. Lieber Hyperbälle verwenden oder, wenn es Nacht wäre, würden auch Finsterbälle gut klappen. Aber ich habe halt leider gerade noch diese Uhrzeit nicht bei mir. So, vierter Hyperball. Fängt es natürlich auch nicht. Eh klar. So, ja, es ist paralysiert, das kann ich angreifen. Okay, also wie gesagt, Leute, wenn es jetzt nicht bald drin bleibt, dann werde ich das zusammenschneiden, weil sonst wird der Part viel zu lang. Das möchte ich dann doch nicht. So, Hyperball Nummer 5. Wieder nichts. Sonnentag. Oh, hübsches, sonniges Fleckchen hier oben auf dem Turm, nicht wahr? Okay, es geht weiter. Und wieder verkackt. Ich hasse dich. Nein, Sondersensor, warum denn nur? Warum triffst du damit denn noch? Du solltest eigentlich überhaupt nichts mehr treffen dürfen. Das ist wie gesagt etwas, was ich an legendären Pokémon schon immer seit jeher gehasst habe, dass die einfach nicht in diesen gottverdammten Bällen drin bleiben wollen. Das ist furchtbar, weil die so eine niedrige Fangrate haben. So. Komm schon, bitte bleib drin, bitte. Nein, wieder nicht. Warum nicht? Warum nicht? Sag schon, warum nicht? Oh, Feuersturm, nein. Ampharos. Autsch. Ja, jetzt hat es Ampharos leider erwischt. Okay, macht nichts. Ich nehme das nächste Pokémon. Und zwar... Oh, keine Ahnung. Wie wäre es mit Tornupto? Das ist eben mein stärkstes, abgesehen jetzt mal von Panzeron. Aber das wäre auch ziemlich blöd. So, komm. Komm schon, bitte, bitte bleib drin. Ich flehe dich an. Bitte, bitte, bitte. Leute, es hat geklappt! Ich habe Ho-Oh gefangen! Und so lange hat es dann doch nicht gedauert. Super! Oh, ich bin erleichtert. Ich bin echt erleichtert. Ich habe es geschafft. Nummer 253, Ho-Oh Regenbogen. Typ Feuer, Fluggröße 3,8 Meter, Gewicht 199 Kilo, wie ich gesagt habe. Man sagt, dass dieses Pokémon auf seinen siebenfarbigen Schwingen durch die Lüfte fliegt. Endlich habe ich Ho-Oh gefangen, Leute! Geil! So, habt ihr noch was dazu zu sagen, dass ich es geschafft habe? Ihr habt Ho-Oh nicht nur hierher gerufen, sondern ihr konntet es auch wie durch ein Wunder einfangen. Das war wirklich eine Grandiosleistung. Es gibt nun nichts mehr, was wir noch erzählen könnten. Wir wünschen euch auch für den Rest eurer Reise alles Gute. Jo, danke. Wir danken euch für alles. Wenn ihr Professor Lind begegnet, richtet ihm bitte unsere Grüße aus. Ja, werde ich machen.
Wir danken euch für alles. Okay, gut, die anderen sagen immer noch das Gleiche. Gut, Leute, ich hab's tatsächlich geschafft. Ich hab Ho-Oh gefangen. Es hat doch nicht so lange gedauert wie gedacht. Das ist auch gut so. Da musste ich auch nicht zusammenschneiden. Dann werde ich jetzt nur noch ganz schnell hier abhauen mit einem Fluchtseil. Und dann werde ich den Part beenden. Was? Das ist immer der... Was? Das ist der recht... Der falsche Ort? Willst du mich verkackeiern? Dann muss ich hier runter. So. Ja, Schutz wirkt nicht mehr. Na und? Ist mir doch egal, Mensch, Mann. So, aber jetzt. Fluchtseil. Ja, jetzt kann ich es einsetzen. Ganz oben ging das irgendwie nicht. Und raus hier, Mann! Okay, Leute, das war ein... Was? Nein, Arno, der kam ich mal. Ich habe jetzt keinen Bock, mit dem Typen zu telefonieren. Vergesst es. So, also, der Part ist jetzt länger als gedacht, aber ich bin froh, dass der Kampf nicht noch länger gedauert hat, also um Ho-Oh zu fangen, dass es jetzt nicht noch länger gedauert hat. Also, ich sag mal, recht herzlich danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es war trotzdem spannend für euch, dass ich jetzt hier eben gegen Ho-Oh gekämpft und es wirklich fangen konnte. Ins Team werde ich es aber nicht aufnehmen, weil legendäre Pokémon möchte ich immer ungern in einem Let's Play, vor allem wirklich ungern ins Team nehmen und deswegen wird Ho-Oh mal schön dort bleiben, wo es ist. Da ist es, glaube ich, besser aufgehoben, aber das war noch längst nicht das einzige legendäre Pokémon, wie wir wissen. Also, dann werde ich mal sehen, was ich im nächsten Part tun werde. Bis zum nächsten Mal bei Pokémon Heart Gold. Das Abenteuer ist noch lange nicht vorbei. Macht's gut, Leute. Ciao.